Apropos einmalig, das ist definitiv auch die Karriere, die sie in den vergangenen Jahren gemacht hat. Die Frau, die heute bei uns zu Gast ist. Und einmalig ist auch, wie bodenständig sie dabei geblieben ist. Sowas hat es in der deutschen Schlagerbranche so noch nicht gegeben. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass sie nach gut einem Jahr mal wieder bei uns zu Gast ist. Daniela Alfinito. Der eigene Weg, den Daniela Alfinito da besingt, den geht sie schon länger. Und er hat sie direkt auf die Erfolgsspur geführt. Die neue Platte ist inzwischen ihr viertes Album in Folge, das Platz 1 der Albumcharts erreicht hat. Was umso erstaunlicher ist, bedenkt man, dass die 50-Jährige ihre musikalische Karriere eher als Hobby vorantreibt, neben dem Beruf. Jeden Tag kommt was Neues in Sicht, was mein Traum mir schon so lang verspricht. Will kein Risiko scheuen, endlich mal aus dem Schatten ins Licht. Große Träume, Rampenlicht gern, aber nur, wenn es zeitlich passt. Starallüren sind was für andere, das echte Leben hat Vorrang. Seit fast 30 Jahren arbeitet sie mit großer Leidenschaft in einem Altenheim in ihrer hessischen Heimat. Es ist so schön hier zu arbeiten, du bekommst auch Kraft, ja? Die Arbeit, Kraftquelle für eine Powerfrau. Dass sie nebenbei auch schon immer singt, hat mit zwei Amigos zu tun. Genauer gesagt den Amigos, denn die Kultstars des volkstümlichen Schlagers sind ihr Onkel und ihr Papa. Anfangs unterstützt sie die beiden hin und wieder musikalisch und später die beiden sie, als sie es auch solo versuchen will. Ich rücke gerade schon so ein bisschen zur Seite, als ich den Schwinger gerade gesehen habe. Dachte, oi, oi, oi. Herzlich willkommen, Daniela Alfinito. Danke. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja. Nach einem Jahr, ein Jahr ist es her. Ja, jetzt jedes Jahr gibt es ein neues Album und natürlich einen Besuch genau. Bei uns. Ne? Genau. Ja. Deshalb sind wir jetzt auch schon beim Du, weil du gehörst jetzt einfach dazu. Es ist eine große Familie. Ich sage immer, es ist wie nach Hause kommen, wenn ich hierher komme. Ja? Entweder hier in die Kantstraße oder in die Altenburger Straße. Also das ist, mittlerweile brauche ich auch gar kein Navi mehr. Du kennst den Weg schon im Schlaf. Du hast auch gerade schon haben wir die Ausschnitte aus der Ross Anthony Show, glaube ich, gesehen. Genau, die hat ja auch hier bei uns auf dem Hof stattgefunden. Ja. Und es war so kalt. Ja, das ist das Künstlerleben. Ne? Es ist nicht immer alles so schön, wie es dann auf dem Fernseher aussieht. Hast du auch schon festgestellt. Ne? Und wir haben deinen Hund auch gerade gesehen. Hast du direkt, ist ja dein Herz wieder aufgegangen. Ja, den liebst du, ne? Ja. Also den habe ich zusammen mit meiner Freundin, haben wir den in Facebook haben wir ihn entdeckt. Social Media macht ja jetzt wirklich so alles möglich. Ja? Und da haben wir den entdeckt, den Burschen mit 18 Kilo kam er. Er sollte mal bei der Polizei in Slowenien eingesetzt werden, hat es aber nicht geschafft, weil er zu lieb ist. Aber mittlerweile haben wir ihn so weit gedrillt, also es ist ein ganz Lieber, aber wenn er merkt, es kommt Gefahr, dann ist er schon da. Ja, das sieht jetzt auch nicht aus wie so ein Kuscheltier, muss man sagen. Das ist schon ein sportliches Tierchen. Genau. Löwenmut, das passt fast schon ganz gut dazu, ne? Man sagt, okay, Löwen sind ja auch schöne, kuschelige Tiere, können aber... Ne? Ja. So heißt das Album und liebe Zuschauer, ich habe es vorhin schon erwähnt, es ist tatsächlich wieder auf Platz 1 der Albumcharts gelandet letztes Jahr, letzte Woche, letztes Jahr war auch eins. Da kommt man ja durcheinander, das war ja schon das vierte Album, was auf Platz 1 war, genau. Da muss man erstmal nochmal hinterherkommen und sie bekommt das Album, liebe Zuschauer, wenn sie mit Fragen an Daniela hier bei uns im Studio landen. Natürlich ist das was Besonderes, mit einem Album auf Platz 1 zu landen, auch wenn es jetzt schon das vierte Mal war. Da ist noch keine Routine aufgekommen, ne? Nein, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also es ist immer wieder, wenn ein Album rauskommt, freitags, ja, so wie bei mir, der 7. Und dann eine Woche später, freitags, ist ja dann die Platzierung, wo bist du gelandet in den Charts. Also die Woche über war ich total gechillt, ja. Ich wollte auch gar nichts hören, wo stehe ich midweeks so am Anfang, montags, so die ersten Trends und dann mittwochs die midweeks. Ich wollte nichts hören, einfach gar nichts. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich war an der Arbeit, ich habe meine Sachen gemacht. Es kommt der Freitag und ich fange an und renne von einer Ecke in die andere. Da denkst du dann schon, oh ja, nachher ist es soweit, wo wirst du gelandet sein, aber... Du, alles gut. Es war wieder, auch wie die letzten Jahre, ich war total glücklich, als der Anruf kam. Es kam ein Anruf, du hast dich selber geguckt, ne? Du hast dir nicht getraut, oder? Nein, ich hab auch wirklich die ganze Zeit nicht in die Charts reingeguckt. Man kann das ganz normal im Internet nachlesen, man könnte einfach reingehen und gucken. Genau, ne? Du gehst einfach auf die Albumcharts, aber das ist erst ab einer bestimmten Uhrzeit siehst du das erst.
Ja, und dann kam doch dann tatsächlich auch der Anruf und ja, herzlichen Glückwunsch, du bist auf der 1. Ja. Dann ist natürlich die Freude total groß. Wer ruft da an, die Plattenfirma? Oder? Also letztes Jahr hat mein Papa angerufen und dieses Jahr hat meine Produktmanagerin angerufen, die Tanja Merz. Ja, und alle total glücklich, das gesamte Team Telamo. Selbst meinen Produzenten, den Michael dort, habe ich dann auch angerufen und habe gesagt, Micha, wir haben es wieder geschafft. Und er war auch, ehrlich jetzt, ja. Und dann kommt halt dann 2-3 Tage später, kommt dann auch noch die Charts von Schweiz und von Österreich. In der Schweiz bin ich dieses Jahr auf der 3 gelandet, was für mich auch total toll. Und in Österreich habe ich es auch auf die 1 geschafft. Echt irre. Aber es ist kein Zufall. Das hat natürlich einen Grund. Das liegt an dir natürlich als Person, aber natürlich auch an der Musik. Es liegt auch an der Musik, ja. Klar. Aber es liegt wirklich auch daran, an meiner wahnsinnigen großen Fanbase, die ich habe, ja. Die warten ja schon immer ganz gespannt dann. Die zählen schon die Tage in Facebook. Ja. Noch eine Woche, noch 3 Tage, noch 2 Tage. Hurra, heute kommt's raus, ja. Die sind schon auch schon ganz verrückt. Und wir schauen uns jetzt und hören uns jetzt vor allen Dingen mal an, was da so erfolgreich ist. Das Album Löwenmut hat nämlich auch einen Titelsong, der heißt überraschenderweise Löwenmut, und das aktuelle Video dazu sehen wir jetzt. Da hat man es jetzt gerade noch mal kurz gesehen, dass du da wirklich eigentlich so über dem Abgrund stehst. Ne? Ich sagte dann zu Stefan, da gehe ich jetzt hoch. Ja, bist du bekloppt? Bist du bekloppt? Du kannst nicht da hochgehen. Wenn du runterfällst, ich sage, wenn ich runterfalle, liege ich hier im Wasser. Und dann ist das Video im Arsch, dann ist es vorbei. Dann müssen wir aufhören. Ja. Nein, aber ich wollte wirklich dann auch meinen Löwenmut mal wirklich irgendwo ansprühen. Mhm. Und er sagte, da stehen tatsächlich noch Reste von der Mauer. Und guck mal da, so sehen wir es nochmal. Irre, also du bist ja fast wie so eine Seiltänzerin, wie so eine Akrobatin. Aber so ein bisschen Nervenkitzel gehört doch schon dazu, ja? Also du kannst ja nicht so einfach, ja, Videos, ja, so ganz normal auf grüner Wiese. Na, da stehe ich nicht drauf, ich muss schon ein bisschen Action machen. Also ich sag mal, so bei so einer amerikanischen Hollywood-Produktion wärst du jetzt angeseilt gewesen, überall gesichert. Stuntman-mäßig. Ja, aber bei euch war keine Zeit. Nein. Okay, Wahnsinn. Also das ist super. Also, es macht einfach Spaß. Man merkt auch einfach, dass du da komplett dahinter stehst und das liebst. Das merken die Leute. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen. Du hast dich auch zum Beispiel immer gegen das Wort Star gewehrt. Ne? Ich weiß, das kannst du eigentlich nicht ertragen. Nein, ne? ich mag das nicht. Mhm. Ich mag das Wort Star nicht. Weil du musst so natürlich bleiben, deine Fans sind eigentlich die dich dahin bringen, wo du stehst. Und du kannst deinen Fans nichts vorgaukeln. Ja. Ja? Du musst wirklich so sein, wie du bist. Und ich habe auch gesagt, ich muss jedes einzelne Lied, was man auch sieht in diesen Videos, du musst jedes einzelne Lied, du musst es leben, du musst es verinnerlichen, du musst es rausbringen und du musst so authentisch bleiben, wie du bist. Kannst du was mit dem Begriff Vorbild anfangen, wo du sagst, okay, ich bin vielleicht kein Star, aber ich weiß, viele sehen mich vielleicht so als Vorbild, weil ich mich durchgeboxt habe, weil ich mir treu geblieben bin? Nee. Vorbilder sind, würde ich sagen, meine Eltern, denn die haben mein Leben geprägt. Ja. Ich glaube, da haben sie einiges richtig gemacht. Ich hoffe es. Du bist wahnsinnig bodenständig. Man sagt das immer so, der Künstler ist bodenständig geblieben. Aber ich finde, ich habe auch schon wirklich viele kennengelernt hier in den letzten 20 Jahren. Kaum jemand trifft das so zu wie auf dich. Das wissen wir natürlich auch, woran das liegt. Du hast dir das bewahrt, du hast gesagt, ich arbeite in diesem Seniorenheim, das ist mein Herzblut. Und du hast auch heute, das stimmte vorhin, was ich gesagt habe, du hast bis 11 Uhr heute dort noch gearbeitet. Ich habe heute Morgen noch von 6 bis um 11 Uhr gearbeitet und habe mich dann verabschiedet und bin dann hierher gekommen, ja. Ist das so ein Tanz zwischen zwei Welten, wo du sagst, okay, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun oder ist das mittlerweile eins geworden? Also, es sind beides meine Familien. Ja. Das Altenheim, das Seniorenheim und auch meine Musik. Weil beides hat mit Menschen zu tun. Mhm. Und beides versuche ich einfach glücklich zu machen. Das eine mit meinen Gesprächen, mit meinem Zuhören bei den Senioren und das andere, meine Lieder zu singen, um dass sich die Menschen dort draußen identifizieren. Guck mal, und da hat die Frau Horn, die hat angerufen, die hat dazu doch mal direkt eine Frage. Hallo, Frau Horn. Ja, hallo ins Studio an euch alle, auch an die Kameraleute. Und zwar, liebe Daniela, ich grüße dich. Hier ist die schnelle Gabi aus Leipzig. Ja, und mich interessiert, gibt es von dir ein Geburtstagsständchen, wenn ein Heimbewohner oder eine Heimbewohnerin Geburtstag feiert?
Also das ist ja, ja, das gibt es tatsächlich, aber da kommen alle zusammen. Sozialtherapeutischer Dienst, wir von den Pflegern, wir gehen dann in das Zimmer und singen für den Happy Birthday. Ja. Oder alles Gute zum Geburtstag. Und wir haben auch immer irgendwas dabei. Entweder Blumen oder was zu naschen. Also die kriegen von uns auch ja. ein Geschenk. Die schnelle Gabi, das hast du sofort... Die schnelle Gabi kenne ich. Ja. Gabi, warte mal ganz kurz. Sorry, jetzt muss ich dich mal kurz abwürgen, weil wir haben gerade über dich gesprochen. Weil, ne, weil ich gerade Daniela fragte, woher du die schnelle Gabi kennst. Ich kenne die schnelle Gabi. Ich habe die schnelle Gabi schon kennengelernt. Ist das richtig? Ja. Ja. Weißt du, nämlich öfter mal so genau. vor Shows oder Auftritten. Ja. Da stehst du dann, ne? Ich habe dich, ja. glaube ich, auch schon gesehen, Gabi, ne? Na, ja, klar. Ja. Wir kennen uns Daniela, alle. Daniela, klasse. Daniela, bitte noch eine Frage. Ja. Und, singst du gemeinsam mit deinem Papa und Onkel bei Familienfeiern? Das interessiert mich auch mal noch. Wenn jemand von uns Geburtstag hat, ja, dann packt der Karl-Heinz meistens seine Gitarre aus und dann singen wir so ein paar Liedchen so von früher. Eine musikalische Familie. Gabi, vielen Dank. Du kriegst auf jeden Fall das Album, das schicken wir zu. Und jetzt habe ich hier noch eine Frage, die kann ich auch mal eben schnell, von Facebook, von unserer Facebook-Seite, geht in die ähnliche Richtung von Sabine Leuschner. War auch schon auf Konzerten bei dir. Meine Frage wäre, kennen die Senioren in ihrem Heim ihre Songs und singen sie auch bei der Arbeit? Also bei der Arbeit singen wir tatsächlich auch, aber wir singen die alten Volkslieder. Ja. Weil meine Lieder, nein. Möchte ich auch nicht, ja. weil ich trenne das wirklich, Arbeit und Musik, ich trenne es. Ich bin auch an der Arbeit die Schwester Daniela. Und das möchte ich auch gerne so bewahren, mhm. weil Arbeit ist für mich, für diese Menschen da zu sein, ihre Fragen, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche oder vielleicht auch Beistand zu geben, ja, wenn jemand gerade im Sterben liegt. Das ist was völlig ganz anderes. Wir singen dort tatsächlich auch Volkslieder. Aber das macht unser Ergotherapie, Sozialtherapie. Schön, weil das natürlich bei den Menschen Erinnerungen weckt. Wir kennen das ja alle. Genau. Wir haben aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend Lieder, ja, die uns immer wieder... Auch sehen, du wirst aber auch sehen, wenn ein Dementer dort sitzt und teilweise am Tag überhaupt nichts spricht, aber wenn so ein bestimmtes Lied von damals kommt, öffnen sich ja. die Lippen und er singt mit. Und das ist doch nichts Schöneres, sowas zu sehen. Das passt hervorragend zu dem, was ich jetzt mit dir vorhabe. Du kennst ja unsere Sendung. Wir machen immer irgendwas was Lustiges, was Spaß macht. Zumindest dem Zuschauer, hoffentlich. Es ist heute das große Quiz, was wir spielen wollen. Wir sind ungefähr ein Jahrgang. Wir haben wahrscheinlich Zeiten mit den ähnlichen Liedern verbracht. Du bist unsere Nummer 1, weil du hast ein Album auf Nummer 1 gehabt. Und wir haben jetzt ein kleines Musikquiz vorbereitet. Ich bitte dich mal mitzukommen. Es geht um die letzten 30 Jahre. Vor 30 Jahren waren wir ungefähr so 20. Ungefähr, ne? Ja. 20 Jahre alt. Ja. Zeit, in der wir Musik geliebt haben und auch weiterhin geliebt haben bis zum heutigen Tag. Und wir haben ein Quiz gemacht. Ich weiß selbst nicht, was jetzt kommt. Ich weiß genauso viel wie du. Ich weiß nur, dass es jetzt um Songs geht, die in den letzten 30 Jahren auf Platz 1 der Charts waren. Oh. So, es gibt, glaube ich, insgesamt 10 Songs, ne? Und wir werden jetzt kurz angespielt für einen kurzen Augenblick. Arif, hilf mir, wenn ich was Falsches sage. Ich glaube, 10 Sekunden oder so. Und 5 Sekunden. 5 Sekunden, seid ihr wahnsinnig. Okay. 10 ist ja für... Das ist ja wie bei Ruth Moschner. Ja, macht die sowas auch, siehst du? Aber bei uns, ich bin aber nicht schlecht. Macht ihr auf was gefasst. Und wer als erstes erkennt, um welchen Song es sich handelt, haut ihr auf den Buzzer. Wenn es eine falsche Antwort gibt, kriegt der andere den Punkt. Und es geht um dieses goldene Mikrofon. Okay. Für den Gewinner. So, okay, bist du bereit? Ja. Alles klar. Erster Song, bitte. Tausendmal belogen. Was? Von Andrea Berg. Nein. Stimmt das? Du hast mich tausendmal belogen. Du hast mich tausendmal verletzt. Okay, ich war noch nicht bereit. Okay, 1-0 für Daniela, alles klar. Jetzt, ich mach dich fertig, los geht's. Hula Paloo. Von, es geht ja um den Song, aber wie heißt er nochmal hier? Der Alpen, Gabalier, genau. Gabalier. Und, Auflösung? Hula Paloo, gut, okay. Puh. Alles klar. 1-1 steht's. Weiter geht's.
Ah, nein, jetzt fällt es mir auch ein. Einen Stern, der deinen Namen trägt, Nietzsche Ötzi. Natürlich. Oder natürlich auch, wer möglich gewesen wäre, Nick P., aber ist ja egal. Gegen den Song. Alles richtig. 2-1 für Daniela. Oh Mann. Das ist doch hier. Das ist es. Das ist doch das Schöne. Aus Rhein-Wüste für Aschenbrödel, ne? Genau. Aschenputtel. Sagen Sie mir bitte. Ah. Ja, mir geht's genau wie dir, aber ich habe zum Glück nicht drauf gedrückt. Okay. Kommt nicht mehr, ne? Ich komme nicht drauf. Okay, alles sagen klar. Sie mir. Ich halt nicht lieblich, küss mich oder so? Nein. Ja, genau. Doch, ne? Oder? Ja, gut. Okay, wir gucken uns mal die Auflösung an. Ja, mich, halt mich lieblich. Ja, genau. Okay. Also falsch von dir, ich kriege einen Punkt. 2-2. Okay. Ja, so ähnlich ging es mir mit Gabaldier, aber mir ist es zum Glück noch eingefallen. Scheiße. Okay. Warum hast du nicht Nein gesagt? Ja. Was? Was? Ja! Yeah! Helene! Danke, Helene! Das kann doch nicht sein, oder? Okay. Alles klar. 3-2 für Daniela. Die immer da! Natürlich! Das war natürlich Kerstin Ott, die immer lacht. Ah, Mann, das hätte ich wissen müssen. Stereo Act übrigens, Stereo Act, die haben das ja gecovert, das Lied. Also dadurch wurde es zum Erfolg gesehen. Am Donnerstag bei uns in der Sendung, liebe Zuschauer. Okay, jetzt muss ich auffüllen. Alles klar. Verdammt, ich liebe dich. Oder? Verdammt, ich liebe dich. Ja! Okay. Puh, da wusste ich aber, da bist du mir auf den Fersen. Muss ich ganz schnell drücken. Das war, okay, 4-3. Warte mal. Hä? War es das jetzt schon? Ja. Ich habe gewonnen. Wie, du hast gewonnen? Nein. Der Song war es schon, ne? Ja. 5 Sekunden sind um. Das waren 5 Sekunden? Ah, ist das schon pur irgendwas? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Ah, ich sag lieber nichts. Mach mal, mach mal, es gibt keinen am Punkt. Abenteuer, nein, ach, hätte ich noch gesagt, Mensch, verdammt. Okay, es geht aber um die Songs, keiner kriegt einen Punkt. Du führst noch immer mit 4-3, nächster Song. Ah, oh, jetzt war das. Warum hast du nicht eingesagt? Es ist atemlos. Ah, nee, das... Ah. Shit, okay. Aber die fangen echt ähnlich an, oder? Finde ich. Okay, ich muss jetzt langsam Gas geben. Ist das nicht mal fertig jetzt hier? Ja, nee, du hast 2 haben wir noch. Nee, okay. Oder einen haben wir noch, ne? Dann habe ich ja schon gewonnen. Ja, aber ich kann noch Ergebniskosmetik betreiben. Okay. Ich habe gar nichts mehr zu machen. Das ist Wolfgang Petri, Wahnsinn. Ja, okay. Das war's, glaube ich, ne? Waren jetzt 10, oder? Muss ja, aber einer. Ja. Ich gebe zu, ich habe heute früh in der Redaktionskonferenz so dermaßen die Fresse aufgerissen, dass ich jetzt sehr ausgelacht werde. Guck mal, ich darf mit dir hier ganz offiziell. Ja, wunderbar. Ich mach's mal kurz für dich an, damit du es mal ausprobieren kannst. Na? Kommt's nicht? The Bluetooth is ready to pair. So, kann man was reinsingen? Hör mal. Nein, jetzt nicht. Okay, aber sag mal hallo, das kann nämlich super sein. Hallo. Ah, okay, siehst du? Also für den nächsten Gesangsübung. Das goldene Mikrofon für Daniela Alfinito, meine Damen und Herren, hast du sehr, sehr gut gemacht. Okay. Aber es war spannend. So schnell musste man bei dir sein. Ey. Das war wirklich Halleluja. Also, ja. Helene Fischer hat mir das Genick gebrochen. Genau. So, wer kann das schon von mir sagen? Ich bin atemlos. Das war echt anstrengend. So, wir haben noch Anrufer. Wollen wir die noch machen oder zumindest einen kurz, ne? Okay, Herr Pfeffer aus Grimmen hat eine Frage. Hallo, Herr Pfeffer. Hallo ins Studio. Hallo, Ihre Frage bitte. Ich habe eine Frage an Daniela, und zwar, was sie privat für Musik hört. Mhm. Zurzeit höre ich meine eigene Musik, weil ich muss meine Lieder üben. Aber sonst höre ich so alles bunt gemischt. Also ich bin auch gern mal so ein bisschen DJ-Musik, höre ich auch mal ganz gerne. So David Guetta und Robin Schulz und...
Also das höre ich auch mal ganz gerne. Aber ja, zurzeit höre ich halt so jetzt meine Musik, weil ich muss halt auch üben für die Bühne, weil ab nächste Woche geht die Tour wieder los. Und ab diese Woche geht die Tour wieder los. Ist das wirklich so? Das findet ja statt, ja? Wir dürfen tatsächlich nach Ilsenburg. Super. Und wir dürfen am Sonntag nach Wittenberge. Da freuen wir uns jetzt sehr für dich. Ein bisschen Werbung machen, ihr könnt alle noch kommen, es sind noch Karten. Also das haben wir auch schon lange nicht mehr gehört, ne? Dass es sowas noch gibt. Also Herr Pfeffer, erstmal vielen Dank, wir schicken Ihnen das Album zu. Kann man Ihnen das signieren, bitte? Das mache ich. Kriegen wir hin. Dankeschön. Wollen wir noch kurz das Medley spielen, kann Daniela noch ein bisschen ihre eigenen Songs üben? Okay, alles klar. Wir gucken, wir haben nicht mehr was zusammengeschnitten. Einfach nur, damit du dich auf deine Konzerte vorbereiten kannst. Bitte schön. Also einige Songs davon dann demnächst auch live auf der Bühne zu erleben. Genau. Und ja, das ist natürlich klar, das ist dein Lebenselixier, wie für die meisten anderen Künstler auch, endlich mal wieder vor Publikum zu stehen. Ne? Ja, ich sage auch immer gerne auf der Bühne, es ist so schön, wieder echte Menschen zu sehen und keine Pop-Aufsteller im Fernsehen. Ja, nee, es ist wirklich schön. Und auch wieder den Applaus zu hören. Mhm. Zu fühlen, zu spüren. Das ist, ich weiß, so auch bei dir beginnt ja, wenn das Konzert zu Ende ist, erst nochmal der richtige Job, weil du ja mit allen Leuten, die kommen, irgendwie Fotos machst, es gibt Autogramme. Also da. Ja, derzeit halt mit Abstand, ja, aber ich möchte es halt auch wirklich nicht verwehren. Die Leute kommen und viele sparen sich wirklich ihre Eintrittskarte vom Mund ab, nur um einen mal zu sehen. Ja. Und das rechne ich diesen Menschen wirklich sehr, sehr hoch an. Ja? Und aus dem Grund stelle ich mich dann auch wirklich an meinen Fanstand und höre mir dann auch mal an, was sie mir zu sagen haben. Weil ja viele Leute auch viele, sag mal so, sehr viele Gefühle haben für deine Songs, bedeuten ihnen sehr viele. Du schreibst ja auch regelmäßig zurück, also es kommt viel Fanpost. Ich schreibe immer zurück. Ja. Ich nehme mir wirklich abends die Zeit und schreibe wirklich jedem Einzelnen, der was wissen möchte von mir, schreibe ich auch gerne zurück. Da wird jetzt noch einiges an zusätzlicher Post kommen, nachdem du das gesagt hast. Ja. Geht's jetzt wieder zurück? Wann musst du wieder arbeiten? Ich muss morgen tatsächlich, morgen früh. Hast du wieder Frühschicht? Ach du meine Güte. Alles gut. Ja, aber alles schön, gut, dass du das überhaupt gemacht hast, dass du heute gerne gekommen bist, extra den weiten Weg. Wenn MDR ruft, bin ich immer bereit zu kommen. Wir freuen uns immer, wenn du da bist. Hoffentlich nicht erst wieder dann nächstes Jahr. Wir werden gucken, wann es sich wieder ergibt. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und Erfolg mit allem, was du machst. Und bleib so, wie du bist. Vielen Dank. Danke dir, Daniela. Und viel Spaß mit dem goldenen Mikrofon. Verdammt! Nochmal.